Am 9. Juni ist Europawahl. Heute werden wir uns darüber unterhalten und ich habe mir unseren Politikexperten Andreas Sanfilippo dazu eingeladen. Hallo Andreas, schön Hallo. Dich mal wieder im Studio zu haben. Ja, schön wieder hier zu sein. Andreas, was ist denn das Besondere an der EU-Wahl? Es gibt 34 Listen, die sind jetzt zugelassen, seit gestern ist es klar, aber es gibt nicht so den Kandidaten hier aus der Nachbarschaft. Richtig. Das ist die Besonderheit der EU-Wahl. Es gibt keine Wahlbezirke wie bei der Bundestagswahl, sondern man wählt eigentlich für das ganze Land, für Deutschland. Und ja, wenn man Glück hat, kommen ein paar dann der Kandidaten aus Hessen, die es dann in das Parlament schaffen. Mhm. Gibt es ein paar aussichtsreiche Kandidatinnen und Kandidaten? Aus Hessen? Aus Hessen? Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja aktuell 6 Vertreter im EU-Parlament. Alle 6 kandidieren auch wieder und sie haben, würde ich mal sagen, ganz passable Chancen erneut einzuziehen. Wir haben einen Kandidaten von der SPD mit dabei, das ist Udo Bullmann, der aktuell im Parlament schon sitzt. Wir haben 2 Vertreter von der CDU, die ja in der größten Fraktion drin ist. Das sind Michael Gahler und Sven Simon. Wir haben einen Kandidaten der Grünen, der auch wieder antritt, Martin Häusling. Wir haben eine Kandidatin der AfD mit dabei, Christine Andersson. Und dann auch jemanden von den Freien Wählern, die ja nicht so viele Sitze im Parlament haben, aber ein Vertreter aus Hessen ist dabei, das ist Engin Erolu. Mhm. Das wäre ja auch eine Frage, kann man damit rechnen, würdest du davon ausgehen, dass die Wahl ähnlich jetzt ausgeht wie die Bundestagswahl oder werden da ganz andere Schwerpunkte gelegt? Beides ist natürlich sehr verschieden. Es hat sich ja seit der Bundestagswahl schon einiges auch in der Stimmungslage verändert. Das wird man auch bei der Europawahl dann sehen. Also, dass die SPD stärkste Kraft werden wird, ist momentan eher ausgeschlossen. Da wird die CDU wieder die Nase vorne haben. Und natürlich liegen auch andere Themenschwerpunkte vor. Hier geht es um die Politik für Europa. Aber auch natürlich stellt sich die Frage, was bringt das dann für Deutschland eigentlich? Mhm. Denn die Wählerinnen und Wähler wollen natürlich wissen, was hat Deutschland eigentlich für einen Profit oder was bringt es ihnen? Es heißt ja oft, es werden mehr Entscheidungen in Straßburg oder Brüssel getroffen als in Berlin. Welche denn zum Beispiel? Naja, es gibt Themen, die man ein bisschen, sagen wir mal, ausgelagert hat, also zum Beispiel in der Landwirtschaft oder irgendwelche Klimaziele. Da gibt es Dinge, die werden in Straßburg oder in Brüssel entschieden und ja, dann muss man sie in den einzelnen Staaten umsetzen. Und es gibt also Politikbereiche, die im Laufe der Zeit mehr zur EU gekommen sind, als in Nationen verblieben sind. Trotzdem hat die EU-Wahl immer eine recht niedrige Wahlbeteiligung. Vielleicht kann man das jetzt ändern. Zum ersten Mal sind ja schon 16-Jährige zur Wahl zugelassen. Ja, das Problem mit der EU-Wahl ist ja so ein bisschen, es ist Straßburg und Brüssel, für viele Leute ist das so entfernt. Man kennt vielleicht auch gar nicht die Kandidaten, weil es eben keine Wahlkreise gibt, sondern sie aus der ganzen Republik kommen. Aber gerade mit der Öffnung des Wahlrechts für 16- und 17-Jährige kann man nochmal eine ganz andere Zielgruppe erreichen und ja, mobilisieren. Mhm. Erwartest du denn jetzt dadurch, dass jüngere Leute zur Wahl zugelassen sind, also die wählen dürfen, aktives Wahlrecht ausüben dürfen, dass da eine Verschiebung dadurch stattfindet? Ja, das muss man, sagen wir mal, relativ sehen. Man muss ja sehen, dass der Anteil der 16- und 17-Jährigen ins Verhältnis gesetzt mit der Gesamtbevölkerung dann doch nicht so riesig ist. Natürlich können sie das Ergebnis ein bisschen verschieben, aber es gibt keine gravierenden Unterschiede, weil wir natürlich auch wissen, dass viele auch der älteren Wählergruppen aktiver wählen gehen als in dem mittleren Alter. Also der Einfluss ist zwar da, aber er ist nicht so groß, dass da ganze Prozentwerte, Prozentpunkte, Verschiebungen kommen können. Mhm. Jetzt gibt es ja einige Parteien so am rechten Rand, die von Europa nicht allzu viel halten, aber trotzdem ins Europaparlament einziehen wollen. Was wollen die da? Naja, sie wollen zumindest in gewisser Weise ihre Politik umsetzen und das mag auch manchmal einfach eine Blockade im Parlament selbst sein. Und nur weil sie vielleicht gegen die EU sind, müssen sie ja irgendwie trotzdem mit der EU klarkommen und da erwarten wahrscheinlich auch die Wählerinnen und Wähler, dass sie trotzdem im EU-Parlament sind. Egal für welche Art von Politik sie stehen, aber die Vertretung ja, von dieser politischen Landschaft, ja, das wünschen sich natürlich trotzdem die Wähler dieser Parteien. Ja, was würdest du denn einschätzen, wie wichtig ist Europa denn jetzt für uns in Deutschland, wenn man das so ein Fazit mal ziehen wollte, wie bedeutsam sind diese Wahlen? Schon natürlich sehr bedeutsam. Deutschland ist der größte Staat innerhalb der EU, also gesehen von der Bevölkerungszahl, auch gesehen von den Vertretern im Parlament. 96, ja. 96 Vertreter, richtig. Das ist noch mit Abstand der Staat mit den meisten Vertretern im Parlament. Und viele Entscheidungen, wie du ja schon gesagt hast, die ja in Brüssel und Straßburg gefällt werden, müssen ja in Deutschland umgesetzt werden. Also
quasi nicht zur Wahl zu gehen, kann am Ende dazu führen, dass man eine Politik bekommt, die man vielleicht nicht möchte. Und deswegen ist es schon wichtig, wählen zu gehen und seinen Willen kundzutun. Andreas, vielen Dank für deine Einschätzungen und Ausführungen. Das war Andreas Sanfilippo, unser Politikexperte zur Europawahl am 9. Juni.